Wir haben hier aus Straßburg, wir haben gerade schon gesehen, den Parlamentspräsidenten Antonio Tajani, der jetzt im Bild ist. Er wird gleich diese Debatte eröffnen, eine Sonderdebatte im Europäischen Parlament, die ursprünglich nicht geplant war und durch die Ereignisse nach dem Sonntag auf jeden Fall auf die Tagesordnung gerufen wurde. Es ist schon den ganzen Tag debattiert worden über die Situation in Spanien, auch bei anderen Tagesordnungen. Da ging es zum Beispiel um den nächsten EU-Gipfel. Da hat man einige Parlamentarier gehört, auch von den Grünen, von den Linken, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass in Europa ein solches Ausmaß an Gewalt innerhalb eines Staates stattfindet. Das kann nicht toleriert werden. Und wir sind sehr gespannt, wie der Vizepräsident der Europäischen Kommission, wie Frans Timmermans, sich heute äußern wird. Denn bisher hat die Europäische Kommission in keiner Weise Stellung genommen in der Form ihrer Präsidenten oder ihres Vizepräsidenten. Man hat nur einen Sprecher sagen lassen, der Konflikt in Katalonien, das sei eine innerspanische Angelegenheit. Und darüber haben sich doch schon eine ganze Menge Abgeordnete heute empört, die sagen, die Europäische Union, sie muss in diesem Konflikt sich anbieten, zumindest als Vermittler, einfach zu sagen, das ist ein innereuropäischer Konflikt. So ähnlich hat ja auch der deutsche Regierungssprecher übrigens heute argumentiert und gesagt, die Kanzlerin wollte nicht Vermittlerin sein. Nun gut, das ist ein anderes Thema, aber irgendjemand muss vielleicht schon mithelfen, dass da diese beiden Züge, die aufeinanderprallen, nicht weiter aufeinander zufahren, sondern dass da vielleicht eine Art von Konfliktentspannung entsteht durch einen Vermittler. Wir wollen mal sehen, wie das im Europäischen Parlament jetzt diskutiert wird. Ja, Sie haben die Flaggen gezeigt. Jetzt möchte ich Sie bitten, mich zu setzen. Wir sollten versuchen, eine ernsthafte Aussprache zu führen. Bitte schön. Ja, es gibt immer wieder Abgeordnete im Europäischen Parlament, die dann hier zum Beispiel die britische Flagge auf ihren Tisch stellen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Der Parlamentspräsident, er interveniert dann. Und es gibt eine ganze Reihe Abgeordneter, die eine Verbindung sehen zwischen dem Brexit, die große Brexit-Debatte, die hatten wir ja gestern, und den Ereignissen in Katalonien. Vor allen Dingen sind es Politiker der Rechten, die dann sagen, das sei ja ein Beweis, wie undemokratisch die Europäische Union sei. Aber das ist eben eine Position von nur sehr wenigen Abgeordneten. Ich denke, die Mehrheit der Abgeordneten, sie bedauert auf jeden Fall auch, welcher Riss durch die spanische Gesellschaft geht, durch diese Ereignisse. Etwas Ähnliches, was wir ja auch als Folge des Brexit und der Abstimmung in Großbritannien sehen. Mal schauen, ob jetzt vielleicht der erste Redner, Frans Timmermans, der Vizepräsident der Europäischen Kommission, zu Wort kommen kann. Ja, eine angemessene Diskussion verdient auch Respekt für die Kommission und die Vertreter der Fraktionen. Alle Fraktionen haben die Möglichkeit zu sprechen. Alle Positionen des Parlaments werden also zum Ausdruck kommen. Ich komme jetzt zur Tagesordnung. Monsieur le Président. Herr Präsident, gestatten Sie mir eine kleine Bemerkung, um die Diskussion klarer zu gestalten, um die Verwirrung. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, wenn Sie von diesem rein spanischen Problem sprechen, bitte von dem spanischen Katalonien zu sprechen und nicht von Katalonien, denn es gibt auch ein französisches, sehr demokratisches Katalonien, das damit nichts zu tun hat. Ich bitte hier um Präzision. Vielen Dank für diese Präzisierung. Also zur Tagesordnung: Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Bitte schön, ich möchte Sie doch jetzt wirklich bitten, sich zu setzen. Und danke, Herr Präsident, mit Respekt vor diesem Einspruch. Das ist kein spanisch-katalonisches Problem. Da geht es um Menschenrechte und Anständigkeit und demokratische Prozesse und Rechte. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit für die EU, sondern das ist eine internationale Angelegenheit. Commission Statement, Constitution, Rule of Law, Fundamental Erklärung der Kommission, Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Spanien vor dem Hintergrund der Ereignisse in Katalonien. Der erste Vizepräsident der Kommission hat als erster das Wort. Frans Timmermans, bitte. Thank you very much, Mr. President.
Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Die Aussprache heute ist in der Formulierung sorgfältig gewählt worden. Es geht um die Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Spanien vor dem Hintergrund der Ereignisse in Katalonien. In Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende der Diktatur in Spanien, Portugal und Griechenland und auch noch mal nach dem Fall der Mauer haben wir unsere demokratischen Gesellschaften auf drei Prinzipien gestützt und geformt: Demokratie, Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Das sind die drei, die einander brauchen. Sie können nicht einander ausschließen. Sie können nicht das eine gegen das andere benutzen. Wenn Sie eine Säule wegnehmen, dann werden die anderen auch fallen. Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit ist keine Option. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Wenn das Gesetz Ihnen nicht das gibt, was Sie wollen, dann können Sie dagegen Einspruch erheben. Sie können daran arbeiten, das Gesetz zu ändern, aber Sie können das Gesetz nicht einfach ignorieren. Es ist deshalb ganz grundsätzlich. Es ist deshalb ganz fundamental, dass die Verfassung jedes unserer Mitgliedstaaten aufrechterhalten werden und respektiert werden. Das ist die Grundlage für unsere Aussprache heute. Und wir sollten uns leiten lassen durch die Werte des Artikels 2 im Vertrag. Das sind Werte, die den Mitgliedstaaten und den Bürgern gemein sind und auf die sich unsere Union begründet. Wie Jean-Claude Juncker in seiner Rede letzten Monat zur Lage der Union sagte, unsere Union ist kein Staat, sondern eine Gemeinschaft des Rechts. Und das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Es gibt einen allgemeinen Konsens, dass die Regionalregierung von Katalonien sich entschieden hat, das Recht zu ignorieren, als man das Referendum am Sonntag organisierte. Und das Verfassungsgericht Spaniens hat die katalanische Gesetzgebung zur Organisierung der Referenden ausgesetzt und auch tägliche Geldbußen ausgestellt gegen die, die gegen die Regeln und die Stellungnahme des Gerichts verstoßen haben. Aber wir haben eben auch diese traurigen Bilder am Sonntag gesehen. Und da möchte ich mich klar aussprechen, Gewalt löst nichts in der Politik. Es ist nie eine Antwort, es ist nie eine Lösung und es kann auch nicht als Waffe oder Instrument genutzt werden. Europa weiß das besser, als man es irgendwo anders weiß. Niemand wünscht sich, Gewalt in unseren Gesellschaften zu sehen. Es ist aber auch die Pflicht jedweder Regierung, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Und das erfordert manchmal auch den verhältnismäßigen Einsatz von Gewalt. Wir verstehen, dass Menschen ihre Meinung zum Ausdruck bringen wollten. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht aller europäischer Bürger und deshalb auch aller spanischen Bürger. Aber eine Meinung ist nicht wertvoller als eine andere, nur weil sie lauter geäußert wird. Die Kommission hat es bereits gesagt. Nach der spanischen Verfassung war dieses Referendum am Sonntag in Katalonien nicht rechtmäßig. Und wenn man in die Zukunft blickt, dann ist es auch klar, dass man sich in Spanien jetzt auf den weiteren Weg einigen muss. Präsident Juncker hat es mehrfach gesagt, für die Kommission ist das ein internes spanisches Anliegen. Das muss aber gehandhabt werden nach der Verfassungsordnung Spaniens. Und deshalb hat die Europäische Kommission auch alle Akteure aufgefordert, schnell voranzukommen, wegzukommen von der Konfrontation und hin zum Dialog. Die Macht des Dialogs, sich hinzusetzen, miteinander zu sprechen, auch wenn und besonders wenn man leidenschaftlich uneinig ist, das ist ja das, worauf sich unsere Union stützt und worauf sie aufbaut. Alle Kommunikationskanäle müssen weiter offen bleiben. Es ist jetzt an der Zeit zu reden, aus der Sackgasse herauszufinden und das innerhalb der Verfassungsordnung von Spanien.
Am Ende des Tages können die wirklichen Antworten nur von den Betroffenen kommen, von allen Betroffenen. Die, die direkt betroffen sind, das sind 46 Millionen europäische Bürger, die spanische Bürger sind. Sie sind direkt betroffen, indirekt, aber auch alle Europäer, die Bürger aller anderen Mitgliedstaaten sind. Jean-Claude Juncker ist in Kontakt mit Premierminister Mariano Rajoy und ich habe Vertrauen darauf, dass er sicherstellen will, dass die Situation im Geist des Dialogs gelöst wird und unter voller Berücksichtigung der spanischen Verfassung und der Grundrechte der Bürger. Das muss das Ziel sein für uns alle. Erlauben Sie mir zu betonen, dass die Entwicklung Spaniens, seit das spanische Volk sich befreit hat von der Diktatur, eine der größten Erfolgsgeschichten ist, die Europa in ihrer Geschichte, in seiner Geschichte gesehen hat. In weniger als einem Lebensalter hat Spanien sich gewandelt von einer Nation, die unter dem Stiefel eines Diktators sich befand, in eine Nation, die global führend ist in sehr vielen Bereichen, wo jeder Bürger die vollgültigen Rechte hat, die geschützt sind durch die Rechtsstaatlichkeit, wo die Kultur blüht und die Wirtschaft wächst. Das ist eine Errungenschaft, die inspiriert, und zwar von allen Spaniern, inklusive der Katalanen. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die vollständige Respektierung der Rechtsstaatlichkeit, der Teilung der Gewalten, Respekt vor den Urteilen von Richtern. Und lassen Sie mich hinzufügen, nirgendwo ist die Verbundenheit mit der Rechtsstaatlichkeit stärker als in den Nationen, in denen man weiß, was es bedeutet, diese nicht zu haben. All das ist durch harte Arbeit erreicht worden, durch Engagement, durch Dialog und auch Respekt vor der Vielfalt. All das sollte auch uns alle inspirieren, sodass man wegkommt vom Weg der Konfrontation und den Weg der Kooperation und Dialog weiter befolgt, um diese Situation zu lösen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. So, das war also die Stellungnahme der Europäischen Kommission, die offizielle Stellungnahme, die sich ein bisschen unterscheidet von der ersten am Sonntag. Franz Timmermans, er hat natürlich auch gesagt, die spanische Verfassung muss respektiert werden, aber man hörte immer auch als Zweites dazu, auch die Bürgerrechte, die Meinungsfreiheit müssen respektiert werden. Und auch wenn die Regierung die Aufgabe hat, die Verfassung durchzusetzen, auch der verhältnismäßige Gebrauch von staatlicher Gewalt sei ein Thema. Und damit hat er die Möglichkeit gegeben, dass man später vielleicht herausfinden wird, ob dieser Gebrauch von Gewalt unverhältnismäßig war. Nun für die größte Fraktion im Europaparlament, deren Chef Manfred Weber. Haben gelitten, aber auch die Polizisten, die eingesetzt worden waren, um das Referendum zu stoppen. Sie wurden eingesetzt von katalanischen Richtern, nicht von anderen. Wir wollen keine Gewalt. Die europäische Geschichte hat uns gelehrt, dass Gewalt niemals die Antwort sein kann. Heute steht Folgendes auf dem Spiel: die Integrität eines EU-Mitgliedslandes. Und das allein rechtfertigt die Aussprache, die wir jetzt führen. Ein Kollege der EVP aus Katalonien hat uns gestern gesagt, dass er Katalane sei und Spanier. Das ist kein Konflikt zwischen Spanien und Katalonien, sondern es sei ein Konflikt innerhalb Kataloniens. Die Regierung hat nicht die Stimmenmehrheit erhalten bei den letzten Wahlen und setzt jedes Mittel ein, was zu dieser Eskalation geführt hat. Und wir von Seiten der EVP können ein solches Verhalten nicht billigen. Europa baut auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Und auch Spanien ist auf diesem Prinzip aufgebaut. Und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Spanien ein Land ist, das die Grundrechte gewährleistet, und zwar für alle seine Bürgerinnen und Bürger. Wir stehen ein für die Demonstrationsfreiheit, aber das ist unerlässlich, das ist erwünscht, um die Demokratie wirklich ausleben zu können. Aber Demonstrationen können demokratische Prozesse nicht rückgängig machen. Proteste auf der Straße sind da nicht entscheidend, sondern die Institutionen in einem demokratischen Staat in Spanien werden entscheiden über die Zukunft des Landes. Und ich darf das ganz klar und deutlich sagen. Massendemonstrationen in Barcelona werden die Verfassung Spaniens nicht verändern. Nur demokratische Institutionen können die spanische Verfassung ändern. Im Moment konzentrieren sich alle auf die Separatisten, aber wer nimmt denn die Perspektive
des Restes des Landes ein. Wer vertritt Sie? Spanier aus Katalonien, aus Kastilien, aus Aragon. Sie leben zusammen in einem Land und zwar schon seit Jahrhunderten. Sie haben dies friedlich getan. Und jetzt gibt es eine unverantwortungsbewusste Regierung Katalonien, die das Land spaltet. Die Rechtssituation in Spanien ist klar. In Spanien will niemand, noch nicht mal die katalonische Regionalregierung, das Gesetz missachten. Die Rechte aller spanischen Bürgerinnen und Bürger müssen eingehalten werden. Es ist inakzeptabel, dass ein paar Katalanen, Politiker, Bürger und Beamte dazu auffordern, gegen das Recht zu verstoßen, gegen das Gesetz zu verstoßen. Aus unserer Sicht ist das Referendum nicht gültig. Die Rechtsgrundlage wurde nicht nach Maßgabe der katalanischen Verfassung verabschiedet, verstößt gegen die spanische Verfassung. Man hat das Wahlrecht geändert in Katalonien 45 Minuten vor Beginn des sogenannten Referendums. Das ist kein glaubwürdiges Verhalten. Ein anderer Punkt, liebe Freunde und Freunde, ist ebenfalls klar. Wir brauchen einen Dialog in Spanien auf Grundlage des spanischen Gesetzes. Und wir appellieren an alle, bitte setzen Sie sich an einen Tisch und reden miteinander. Wir wollen keine weiteren Eskalationen. Wir appellieren an alle Akteure, sich wirklich auf einen Dialog in Spanien einzulassen. Und das gilt vor allem und zuerst für Katalonien. Ein friedlicher Dialog in Spanien ist absolut angebracht. Wir werden für diesen internen spanischen Konflikt im Europäischen Parlament keine Lösung finden. Dieser Konflikt kann nur durch die Spanierinnen und Spanier selber gelöst werden. Die EU hat weder den Willen noch das Recht zu intervenieren in eine echte liberale Demokratie, wie wir sie in Spanien haben. Und der Dialog muss offen und ehrlich geführt werden. Die Zeiten in Europa, wo die Kluft über den Kompromissen gestanden hat, diese Zeiten sind seit langem vorbei. Als Bayer weiß ich, dass Nationalstaaten kompatibel sind mit stolzen Regionen. Europa braucht beides, Nationalstaaten und regionale Vielfalt. Und wir appellieren heute an die katalanischen Behörden, bitte ergreifen Sie keine Schritte, die Sie nicht wieder rückgängig machen können. Und bitte bedenken Sie Folgendes. Wer Spanien verlässt, verlässt auch die Europäische Union, verlässt den Binnenmarkt, verlässt den Schengener Raum. Und das bedeutet auch, die Eurozone zu verlassen. Es ist wirklich im besten Interesse der Katalanen, dies zu tun. Wir machen historisch wichtige Zeiten durch, liebe Freundinnen und Freunde. Heute Morgen haben wir gefordert, dass wir stärker zusammenarbeiten. Die europäische Lebensart braucht keine Spaltung, sondern Einheit in Vielfalt. Die europäische Lebensart braucht nicht mehr Nationalismen, sondern mehr Kooperation. Und die europäische Lebensart braucht nicht mehr Egoismen, sondern mehr Solidarität und Kompromissbereitschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedauern es, dass Menschen verletzt wurden. Wir stehen hinter der Integrität Spaniens. Wir unterstützen die spanische Regierung und die Politikerinnen und Politiker, die die Rechtsstaatlichkeit respektieren. Und wir fordern alle auf zu einem konstruktiven, friedlichen Dialog im europäischen Geiste. Ja, Manfred Weber mit einem Aufruf zum Gespräch in Spanien und mit der klaren Aussage, dass er keinen Sinn darin sieht, die EU aufzufordern, in diesem Konflikt als Vermittlerin aufzutreten oder sich als Vermittlerin bereitzuhalten. Der nächste Redner, Gianni Pitella, für die zweitgrößte Fraktion der Sozialdemokraten. Und der Demokraten Gianni Pitella. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, dies ist meines Erachtens die Stunde der Einheit und der Verantwortung, nicht der Teilung, auch nicht der Flaggen, auch nicht der Fans der einen oder anderen Seite. Es geht darum, mit Sorgfalt und Vorsicht vorzugehen. Vergessen wir doch einmal, in welches Lager wir gehören, sondern wir sollten nur noch ein Wort sagen, und zwar Halt. Achtung, Halt. Denn es geht ja nur noch um diese Geste, die gemacht werden muss. Wenn man nämlich schon so weit gekommen ist, kann man sehr schnell in die Kluft fallen und es kann viel zu schnell geschehen, dass nicht mehr der gute Wille gefunden wird, um weiterzumachen. Und der muss jetzt gefunden werden, genauso wie Vizepräsident Franz Timmermans gerade gesagt hat. Deshalb muss unbedingt auch in Bezug auf Katalonien dies angewandt werden. Und ich kann nur
ganz klar sagen, eine einseitige Erklärung der Unabhängigkeit würde alles nur noch schlimmer machen, würde Öl aufs Feuer werfen, das ohnehin schon entflammt ist am Sonntag. Und die demokratische Verfassung und der Rechtsstaat Spaniens würde in Frage gestellt werden. Hier geht es um weniger als 50% dieses Staates, und diese weniger als 50% können nicht die Zukunft eines ganzen Staates in Frage stellen. Und viele haben gesagt, das Referendum sei illegal gewesen. Klar ist, dass wir nicht das Regelwerk zerstören lassen dürfen, was in den letzten 50 Jahren den Frieden in Europa aufrechterhalten hat. Wir müssen die Schwächeren schützen vor der Gewalt der Stärkeren. Und wir müssen hier Solidarität zeigen und vorsichtig sein, denn es darf nicht sein, dass der Nationalismus nach Europa zurückkehrt. Wenn wir hier von Sezession hören und Flaggen sehen, kann es sein, dass man in eine neue Richtung geht, aber man weiß nicht, wo sie hinführt und wo sie enden wird. François Mitterrand hat einmal gesagt in seiner letzten Ansprache vor dem Europäischen Parlament, der Nationalismus ist der Krieg. Und ich werde immer davon überzeugt sein, dass man Spanier, Katalane und Europäer sein kann, gleichzeitig, ohne dass es notwendig ist, neue Staaten zu gründen, neue Grenzen zu ziehen. Und ich kann nur sagen, Katalonien, Spanien, Spanien, Europa sind alle zusammengeboren, um in Europa die Völker wieder zusammenzubringen, zu versöhnen miteinander. Europa ist da, um Frieden zu stiften. In diesen Tagen spricht man in Spanien über Teilung und gleichzeitig feiert man in Deutschland die Einigung dieses Landes. Die Versöhnung, das ist die Existenzbegründung der Europäischen Union. Deswegen ist die Europäische Union entstanden. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass das klar wird, denn Spanien ist ein Teil Europas und wir müssen die Verfechter dieses Wesens, dieses DNAs Europas sein. Ich möchte mich auch dem Premierminister Mariano Rajoy ansprechen, möchte aber jetzt keine Polemik starten, sondern ich möchte nur sagen, diese Krise hätte man auch anders man hätte auch mit ihr anders umgehen können, denn man hätte sich auch überlegen können, zum Beispiel die Verfassung zu ändern. Die kann man natürlich ändern, aber mit den angemessenen Instrumenten, nicht dadurch, dass man Gewalt entstehen lässt, sondern man muss wirklich so in einem Rechtsstaat arbeiten, wie der Rechtsstaat es vorsieht, nämlich auf der Grundlage der Gesetze. Und niemand, der über Demokratie spricht, kann einfach solche Polizeieinsätze beschließen. Und wenn die Ordnungskräfte unverhältnismäßig Gewalt anwenden, dann bedeutet es immer, dass die Politik fehlgeschlagen ist. Deshalb müssen wir jetzt regenerieren. Wir brauchen einen Neuanfang. Und hier möchte ich einen Appell starten an die Behörden Kataloniens. Sie sollten heute Abend keine Unabhängigkeitserklärung aussprechen, denn das würde bedeuten, dass neue Konflikte ausgelöst werden und auch neue Katastrophen. Dieser Appell wird also ausgesprochen an Premierminister Rajoy und an alle politischen Kräfte in Spanien, denn sie sollten alle mit all ihren Kräften den Dialog vorantreiben, denn Spanien braucht ihre Integrität und Einheit. Ein starkes Spanien mit starken, autonomen, inneren Realitäten innerhalb eines neu gefundenen Europas, das brauchen wir. Das ist unsere Mission. Danke. Gianni Pittella mit einem Aufruf nochmal und einem Zeichen dafür, wie fragil die Situation jetzt in Spanien ist. Der nächste Redner, die erste Fraktion der Euroskeptiker. Sie besteht ja aus Tories und aus Abgeordneten der polnischen Regierungspartei PiS. Und für die spricht Ryszard Legutko.
Thank you, Mr. President. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. The European Commission repeatedly resorts to a moralistic language, hat mehrfach sehr moderate Wortwendung gewählt. Das haben wir jetzt auch gerade gehört. Man spricht von der Union der Werte. Aber wenn wir uns anschauen, was passiert ist, beziehungsweise wie die Kommission diese besondere Situation in Katalonien gehandhabt hat, dann ist das eher eine Union der selektiven Werte. Da misst man mit zweierlei Maß bei der Kommission. Und das ist doch ganz offensichtlich. Das sticht ins Auge. Alle sind gleich, aber einige sind dann doch gleicher als andere. Und alles hängt davon ab, wer da involviert ist. Da sollten wir ehrlich sein, meine Damen und Herren. Wenn es ein anderer Mitgliedstaat gewesen wäre, nicht Spanien, dann wären die Konsequenzen und die Rhetorik von Seiten der Kommission sehr viel harscher gewesen. Ich möchte das ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass die EU oder die Kommission die Einheit der EU stärkt durch Verletzungsverfahren, indem man die Artikel der Verträge anruft oder die politischen Punkte, Tafeln einsetzt und so weiter. Das polarisiert die Diskussion. Die Mitgliedstaaten werden dadurch nur weiter weggeschubst von der EU. Ich möchte die Kommission deshalb auffordern, die Tugend der Selbstzurückhaltung zu üben, und zwar kohärent, ständig, nicht selektiv. Jetzt zu Katalonien. Ich denke, das ist jetzt eine recht simple Beobachtung, dass es immer wert ist, zu wiederholen, dass man durch anhaltende Verhandlungen, geduldige Verhandlungen, Fortschritte machen kann. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt zu lösen ist in Katalonien. Ich glaube, dass auch nur wenige das hier wissen. Ich möchte allerdings ehrlich sein, auch den spanischen Kollegen gegenüber. Krawallpolizei und gewalttätige Szenen, das war nicht hilfreich, das hat schockiert. Und egal, welche Absichten man hatte, diese Szenen werden auch weiterhin ein Teil des Image ihrer Regierung sein, noch eine Zeit lang. Das muss man auch zugeben. Die Handhabung dieser Krise war wirklich schrecklich. Das war empörend. Und ja, welches sind die nächsten Schritte, die man unternehmen sollte? Eine Verfassungsreform oder doch die Gewährung des Referendums oder internationale Vermittlung? Die Rolle der Kommission ist das eventuell als Vermittler, als zwischengeschaltetes Glied. Nun, die spanische Regierung, die spanische Gesellschaft und die Katalanen müssen das selbst entscheiden. Aber ich möchte warnen davor, dass die aufgebrachten Gemüter der Bürger in Katalonien, die jetzt eine neue Lösung wollen, das wird nicht einfach weggehen, indem man die Stimmen ignoriert oder sie zum Schweigen bringt. Also die Handlung der Krawallpolizei und auch das Schweigen oder auch die Sprache der Kommission, all das wird nicht dazu führen, dass das... So, der polnische Abgeordnete Ryszard Legutko mit einer Aufforderung an die Europäische Kommission im Falle des Konflikts in Katalonien aktiver zu sein. Nun also die Verhofstadt, der Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament. Dass ich ein großer Bewunderer der spanischen Demokratie bin. Und zwar ganz besonders seit dem 23. Februar 1981, diesem dramatischen Tag. An diesem Tag hat Oberst Tejero seinen Staatsstreich probiert. Javier Cercas sagt in seinem berühmten Buch Anatomia de un Instante, die Anatomie eines Augenblicks, dass unter dem Druck und der Bedrohung der Pistole
die spanischen Führer sitzen blieben. Sie haben sich geweigert, sich zu verstecken unter ihren Sitzen. Das waren Santiago Carrillo, der historische kommunistische Parteiführer, Adolfo Suárez, der erste Premierminister eines demokratischen Spaniens, und sein Stellvertreter General Gutiérrez Melado. Diese drei haben sich nicht unter ihren Bänken versteckt. Nicht einer hat auch noch mit der Wimper gezuckt, obwohl geschossen wurde. Das war ein Akt des Muts und der Entschlossenheit, der für immer die Demokratie in Spanien verwurzelt hat. Der Putschist Tejero hat seinen Staatsstreich versucht, und genau das war die Geburtsstunde des demokratischen Spaniens. Deshalb muss niemand von uns Spanien Nachhilfeunterricht in Demokratie geben. Wir sind 36 Jahre weiter, und heute muss die spanische Demokratie sich wieder selber überwinden, muss die tiefe Kluft überwinden, muss sich übertreffen, muss diese existenzielle Krise meistern. Und das kann geschehen, nicht in dem Glauben, dass die Justiz allein die Probleme wird lösen können, und ganz sicher nicht durch Einsatz, bedauerlichen Einsatz von Gewalt, selbst wenn das auf einem Gerichtsurteil aufbaute. Das heißt, man kann nicht nur, indem man sich auf die Staatsmacht verlässt, etwas erreichen. Nein, wir brauchen eine erneuerte politische Vision. Wir brauchen einen inklusiven Dialog. Wir müssen davon ausgehen, dass es hier um die Zukunft aller Menschen geht, die in Spanien leben. Und diese Zukunft liegt in einem mehrsprachigen, multikulturalen, föderalen Staat. Es geht um eine Integration dieses Spaniens in ein mehrsprachiges, multikulturelles, föderales Europa. Man kann nicht gegen das Gesetz verstoßen, das stimmt. Und man kann auch nicht ohne das Recht regieren, das stimmt ebenfalls. Aber noch mehr stimmt, dass man eine so tiefe Kluft nicht nur auf dem Rechtsweg wird regeln können, sondern man muss zuhören. Man muss versuchen, Verständnis füreinander aufzubringen. Man muss einen Dialog wagen, man muss miteinander reden. Das ist die einzige Möglichkeit, Lösungen zu finden. Und das ist auch die wirkliche Stärke guter Politiker, guter Staatsmänner und Staatsfrauen. Meinen Freundinnen und Freunden in Katalonien sage ich Folgendes. Ich glaube nicht, dass im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger ist, Separatismus um jeden Preis zu erreichen. Hier geht es nicht um die Verfassung. Das Wichtigste ist, dass das Referendum keine demokratische Legitimität hatte. Und sie wussten sehr wohl im Vorhinein, dass die meisten Katalanen nicht teilnehmen würden, dass sie zu Hause bleiben würden, weil die meisten von ihnen gegen die Abspaltung sind. Und es ist auch kein Zufall, dass sie noch nicht mal eine Mindestwahlbeteiligung, ein Quorum festgelegt haben. Das Ergebnis des Referendums war also schon vor Abhaltung des Referendums als solches bekannt. Wie nennt man das? Manipulation. Betrug. Man kann Unabhängigkeit auch nicht erklären aufgrund des Ergebnisses eines mangelhaften Referendums. Das wäre schlecht, nicht nur für Spanien, nicht nur für Europa, sondern vor allem für Katalonien. Denn das würde zu einer fatalen Spaltung innerhalb der katalanischen Gesellschaft führen. Eine Spaltung, die man nicht mehr wird heilen können. Und wer wird dann von dem Ganzen profitieren? Die Antieuropäer, die Antieuropäerinnen, die, wie wir wissen, die Union zerstören wollen und die schon jetzt angefangen haben, ihre katalanische Sache auszunutzen. Und so verstößt man auch gegen den Vertrag. So, Mr. Chairman, Herr Präsident, ich appelliere an alle Seiten, die Eskalation zu stoppen. Ich appelliere an alle Seiten, miteinander zu reden. Und der Geist am Verhandlungstisch müsste in dem Verständnis liegen, dass die Zukunft von vielen europäischen Nationen, die Zukunft Kataloniens, die Zukunft meiner eigenen flämischen Gemeinschaft nicht in der brutalen Abspaltung liegen kann, sondern in tiefer Zusammenarbeit. Zusammenarbeit innerhalb föderaler Strukturen, in einem föderalen Europa. Und
Schauen Sie sich doch mal an, was wirklich im Interesse Ihres Landes ist. Was ist denn schon alles erreicht worden? Wie hat man das Land aufgebaut? Wie hat man den Terrorismus bekämpfen können? Man ist zu einem stolzen, autonomen Land geworden. Und schließlich und endlich, Herr Präsident, gestatten Sie mir auch noch diese Bemerkung. In der Politik ist es auch keine Schande, Kompromisse zu schließen. Das Gegenteil trifft zu. Ich lebe immer noch. Wenn man sich wirklich entscheiden muss zwischen den zu ergreifenden Schritten, die liegen können, entweder an einem Kompromiss oder an einem Stillstand, dann sollte man sich für den Weg nach vorne entscheiden, wie klein die Schritte auch sein mögen. Denn Barbara Tuchman hat in ihrem berühmten Buch, und der Titel gilt noch heute, The March of the 40, in diesem Buch hat sie gesagt, werfen Sie das Größere nicht weg für das Wenigere und werfen Sie nicht das Machbare weg, weil es das Opfer des Möglichen sein könnte. Guy Verhofstadt in einer Rede, wo man merkt, wie dramatisch die Umstände sind, unter denen hier debattiert wird, obwohl natürlich ein Blick in den Saal zeigt, dass nicht bei weitem nicht die Mehrzahl der Abgeordneten an ihren Plätzen ist. Nächster Redner für die Europäische Linke, Patrick Hiarik, ein Franzose. Danke, Herr Präsident, Herr Vizepräsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dieser erste Sonntag im Oktober ist einer, an dem Bürger ihre Meinung nicht an den Wahlurnen ausdrücken dürfen, die Polizei eingesetzt wurde. Und wenn das anderswo passiert wäre, hätten doch alle europäischen Bürger dagegen protestiert und hätten gesagt, dieses Land muss ausgeschlossen werden und man muss da auch noch Wirtschaftssanktionen verhängen, wenn das anderswo passiert wäre. Aber in Spanien ist es passiert nun mal und da ist man jetzt kaltschultrig vorgegangen und die Europäische Kommission tut so, als könnte sie einfach wegschauen und gleichzeitig könne eine europäische Nation sich auseinanderfetzen. Herr Timmermans, lassen Sie zu, dass auf diese Art und Weise in Katalonien die Grundrechtscharta einfach verletzt wird. Diese Krise ist ja uns nicht fremd. Wir kennen das schon, denn man kann eine solche Politik der Gewalt auch bei uns in der Europäischen Union nicht akzeptieren. Genauso wie wir natürlich nicht akzeptieren können, dass Katalonien sich für unabhängig erklärt seitens seiner Regierung. Das heißt also, wir müssen sagen, hier gibt es eine Eskalation, aber wir dürfen nicht die Polizeikräfte Gewalt ausüben lassen. Das dürfen wir nicht zulassen seitens der Regierung. Und wir müssen deshalb der spanischen Regierung sagen, diese Logik der Konfrontation kann nur zum Schlimmsten führen. Die ersten Opfer werden dann nicht die Entscheidungsträger sein, nicht die Regierung, sondern die Bürger, das Volk. Europa muss ganz klar Position beziehen und muss sagen, wir möchten einen Dialog führen, der friedlich ist, der zum Frieden führt und der das internationale Recht achtet, sowohl auch die Rechte der spanischen Bürger überall in Spanien, sowie auch Achtung zeigt vor der Geschichte Spaniens und Kataloniens und auch der Vertrag über die Grundrechte, der in seinem Artikel 1 sagt, dass alle Völker ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Das muss respektiert werden. Wir müssen einen Kompromiss finden, der fußt auf der gemeinsamen Anerkennung des Statuts des Referendums dieses Sonntags. Natürlich, er war illegal, aber trotzdem kann die demokratische Erklärung des katalanischen Volks nicht einfach ignoriert werden, sondern muss anerkannt werden. Und davon ausgehend müssen wir einen Dialog eröffnen, eine Aussprache, die vertieft wird in Katalonien, aber auch in ganz Spanien.
Und das Volk muss gehört werden, überall in Spanien. Nur so können wir herauskommen aus dieser schlimmen Situation, die sich entwickelt hat auf der Grundlage der Sparpolitik in Spanien. Und wir müssen dahin kommen, dass wir die Mittel wirklich gerecht verteilen in all unseren Ländern, nicht nur in Spanien. Wir brauchen ein Projekt der europäischen Völker, die souverän sind und frei, die aufeinander zählen können, und zwar mehr als auf die großen industriellen und kapitalistischen Kräfte. Wir brauchen Völker, die frei und souverän sind, und letztendlich muss das letzte Wort der Demokratie gelten. Danke. So, das war Patrick Lehrig für die Europäische Linke mit deutlich erkennbaren Sympathien für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung, in der auch etliche in der Europäischen Linkenparteien organisiert sind, die diese Unabhängigkeitsbewegung unterstützen. Und nun die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ska Keller. Sahen sich der Polizei gegenüber, die bereit war, all ihre Macht einzusetzen. Menschen unterschiedlichen Hintergrundes sahen sich mit dem Staat konfrontiert, der bereit war, fast alle Mittel einzusetzen, um das Referendum zu verhindern. Und die Welt schaute zu, während die Anti-Aufstandspolizei mit Gummigeschossen um sich schoss, Menschen verprügelte. Da wurden Fronten gebildet zwischen der nationalen Polizei und den eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Und das, was in Spanien passiert ist, ist inakzeptabel. Es wird leider auch das Image prägen, das Bild, das wir uns gemacht haben von dieser Situation. Es war massiver Einsatz von polizeilicher Gewalt gegen friedlich demonstrierende Bürger. Das war unverhältnismäßig, und eine so unverhältnismäßige Gewalt kann nicht entschuldigt werden. Egal, was man vom Referendum hält, egal, was man von der Unabhängigkeit hält, das muss doch wohl klar sein. Gewalt ist kein Mittel, um Konflikte zu lösen. Und egal, wie wir stehen zum Referendum, es ist vollkommen klar, dass die Strategie von Premierminister Rajoy gescheitert ist. Er hat sich dem Dialog verweigert. Der Dialog war ja im Angebot. Er hat mehr auf Justiz, auf Polizei gesetzt. Aber die Richter können ein politisches Problem nicht lösen, und auch die Polizei kann dies nicht tun. Strafrechtliche Verfolgung kann so nicht funktionieren, ist unangemessen. Wir brauchen eine politische Lösung. Aber Herr Rajoy ist eher bereit, das Problem noch zu verschlimmern. Er hat zur Eskalation beigetragen. Die Massendemonstration gestern, da waren ja nicht nur diejenigen dabei, die sich am Sonntag für die Unabhängigkeit eingesetzt haben. Und ich glaube, das, was Herr Rajoy gesagt hat, war wenig hilfreich. Die spanische Regierung muss in der Zukunft und darf in der Zukunft die Polizei nicht mehr einsetzen gegen friedliche Menschen. Man muss nach einer politischen Lösung suchen, denn die katalanische Krise ist ein politisches Problem und muss von daher auch politisch gelöst werden, nicht von der Polizei. Und politische Lösungen beinhalten, dass die Menschen miteinander sprechen, dass alle Seiten miteinander reden. Und ich glaube, hier hat die Europäische Union eine Rolle zu spielen, denn es geht hier nicht nur um eine innenpolitische spanische Angelegenheit. Spanien, Katalonien gehören zur Europäischen Union. Präsident Juncker kann nicht aus seinem Berlaymont-Zimmer zuschauen, was dort passiert, wie die Situation eskaliert, sondern die katalanische Krise hat zu tun mit den Grundwerten der Union. Betrifft uns alle, denn die Europäische Union baut ja auf der bewussten Entscheidung, trotz aller Unterschiede, trotz aller Differenzen zusammenzuleben, sie lösen zu wollen über Dialoge, über das Finden von Kompromisslösungen, baut nicht auf dem Einsatz von Gewalt. Es ist die Pflicht der Kommission als Hüterin der Verträge, sich einzubringen, Vermittlung anzubieten, Hilfe anzubieten, sich einzubinden. Das erwartet man von der Europäischen Union. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Sie schauen nach uns, sie schauen, was wir in der Europäischen Union tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Hilfe anbieten, dass wir den Dialog fördern, dass wir beiden Seiten sagen, hört auf.
auf mit der Eskalation. Und die Kommission könnte hier zu einem ehrlichen Vermittler werden. Herr Kommissar, ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, wie schlimm die Situation geworden ist, wie schnell sie eskalieren kann. Kein Mensch weiß, was morgen passieren wird. Und ich glaube, wenn es irgendeine Chance gibt, dass wir etwas beitragen können, etwas ändern können, dann sollten wir das tun. Und ich glaube, Herr Timmermans, Sie haben die Möglichkeit, etwas zu tun. Wir haben die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass wir diese Möglichkeiten nutzen. Die spanische und die katalanische Regierung haben natürlich auch ihren Part an Verantwortung zu tragen. Sie müssen verhandeln. Sie müssen sich an einen Tisch setzen. Sie müssen die Vermittlung akzeptieren. Sie müssen eine weitere Eskalation verhindern. Die ganze Krise bedeutet, dass der demokratische Konsens und die Regeln zusammengebrochen sind, die bisher zu einem gewaltfreien, friedlichen Zusammenleben gesorgt haben. Dass der Verzicht auf Gewalt ist auch im Völkerrecht verankert. Und beide Seiten, die spanische Regierung, aber auch die katalanische Regierung, müssen ihre Verantwortung übernehmen, müssen nach einer gemeinsamen Lösung suchen, wie man demokratisch und friedlich zu einer Lösung kommen kann. Weitere Polizeigewalt und Einschüchterung werden das Problem nicht lösen. Viele Akteure haben aufgefordert zum Dialog, zum Beispiel Ada Colau, die Bürgermeisterin von Barcelona und andere. Die Kolleginnen und Kollegen haben das hier ebenfalls gesagt. Das ist der Weg des Dialogs. Und darauf müssen wir uns einigen. Die Europäische Union ist aufgebaut auf dem Dialog. Politische Probleme müssen wir lösen mit politischen Mitteln. Und Dialog ist da der einzige Weg. Die Fraktionschefin der Europäischen Grünen, Ska Keller, noch mal mit einer Aufforderung an die Kommission, aktiver zu werden als bisher und eben aktiv beizutragen, dass es zum Dialog und zu Kompromissen in Spanien kommt. Und der nächste Redner wieder von der euroskeptischen Fraktion. Er ist ein Engländer, Raymond Finch. Regierung jetzt die Armee nach Katalonien geschickt hat. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, wir haben ja die Bilder in den Medien gesehen, angesichts der Unterdrückung des Referendums jetzt hier am Wochenende. Und meine erste Frage wäre, warum? Warum hat die Madrider Regierung es für notwendig gehalten, das hier zu stoppen, und zwar auf eine solch schwerfällige, brutale Art und Weise, die auch kontraproduktiv war in der letztendlichen Analyse? Ist doch ganz offensichtlich, dass sie dadurch die Initiative in die Hände der katalanischen Nationalisten gespielt. Hat die Madrider Regierung so viel Angst für ihre eigenen Bürger und ist sie so weit entfernt von der politischen Realität, dass sie tatsächlich meinte, dass diese Maßnahme die Situation beruhigen würde? Angesichts der Tatsache, dass die Madrider Regierung wiederholt gesagt hat, haben wir heute auch noch gehört, dass die Mehrheit der Katalanen gar keine Unabhängigkeit will. Ja, da fürchte ich, also zumal das Referendum keine Validität hat nach der Gesetzgebung, warum kann man da nicht einfach sagen, das Referendum war null und nichtig, die katalanische Regierung hat nur Zeit und Geld aller verschwendet. Stattdessen haben wir jetzt so eine Art Musterblaupause, die alle unabhängigen Bewegungen auf dem Kontinent nutzen können, um Unruhe zu provozieren. Herr Rajoy hat durch seine Maßnahmen und die seiner Berater ein Feuerchen gezündet unter Europa. Die Tatsache, dass die EU-Institutionen und ihre Führer auch nicht die Menschenrechtsverstöße anerkannt haben, die es gegeben hat, dass man sich da stattdessen auf legalistische Formulierungen konzentriert hat, zeigt ja auch, wie schwach der Grund dieser Konstruktion ist. Staatsgewalt hat keine Legitimität im Volk. Die Katalanen, die sich an die EU gewandt haben, um Schutz zu suchen, die werden bitter enttäuscht werden. Und ich fürchte, dass die spanische Regierung nur Vertrauen wiederherstellen kann, wenn sie akzeptiert, dass ihr Verhalten ganz schlecht angekommen ist und dass man da auch sofort eine unabhängige Untersuchungsausschuss einsetzt. Und nach einer solchen Ermittlung muss dann ein neues verbindliches Referendum stattfinden, und zwar unter der Schirmherrschaft der demokratischen Institutionen und Menschenrechtsgaranten. Das muss stattfinden. Ansonsten wird dieses Feuer weiter brennen und es wird sich auch ausdehnen. Nächster Redner für die euroskeptische Fraktion ENF, Marcel de Graaf. Er ist Niederländer und in der Partei des niederländischen Rechtsaußen Geert Wilders. Herr Präsident, im Juli diesen Jahres hat die Kommission diesen Polen damit gedroht, ihm die Stimmrechte zu entziehen aufgrund
der Justizreform. Parlament und Kommission haben sich auch gegen Ungarn gewendet, wegen des Mediengesetzes in Ungarn. Die Kommission und dieses Parlament finden es gut, wenn Gesetze verabschiedet werden in demokratischen Ländern, die dem Diktat Brüssels nicht Folge leisten. Sie sagen, wir seien eine Wertegemeinschaft. Sie sagen aber nicht, dass Gesetze das untermauern müssen, dass demokratische Institutionen Selbstbestimmung dem untergeordnet sind. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte gelten nur für Mitgliedsländer, die der EU-Agenda dienlich sind. Für Spanien ist es so, dass nationale Souveränität und die Supremazie der Institutionen Gültigkeit haben. Für Polen und Ungarn gilt das nicht. Diese EU ist eine Wertegemeinschaft, in der Tat, aber doppelter Werte, Doppelmoral, von doppelten Standards. Wenn Sie für die globalistische Agenda sind, dann können Sie sich alles erlauben. Wenn Sie dagegen sind, wird man Sie bekämpfen, und zwar mit allen Mitteln. Die Scheinheiligkeit dieser Kommission kennt keine Grenzen. Im September des letzten Jahres hat Präsident Juncker explizit die Gewaltanwendung gegen polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich verurteilt. In Spanien sind 800 Menschen zusammengeschlagen worden, liegen im Krankenhaus, weil Hunderttausende abstimmen wollten in einem formal legalen Referendum. In ihrer Erklärung sagt die Kommission nur, Gewalt kann niemals ein Instrument in der Politik sein. Natürlich gehört die Gewalt nicht in die Politik, hat da nichts zu suchen. Und der Staat hat natürlich das Monopol, Gewalt einzusetzen zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit, kann verhältnismäßig Gewalt anwenden, um unrechtmäßiges Verhalten zu stoppen oder zu bekämpfen. Aber wenn Hunderttausende illegal in ein Land eindringen, wäre es dann verhältnismäßig, 800 von ihnen krankenhausreif zu schlagen? Wäre die Antwort dann, dass Gewalt niemals ein Instrument der Politik sein kann? Ich bin davon überzeugt, dass Herr Timmermans vor Ärger zerplatzen würde und dieses Parlament würde sofort Aktionen fordern. Ich will mich klar ausdrücken. Ich bin voll und ganz für die Rechtsstaatlichkeit, und zwar vollumfänglich. Das ist Rechtsstaatlichkeit souveräner, freier Nationalstaaten, demokratischer Nationalstaaten. Das ist die Rechtsstaatlichkeit, die verteidigt werden muss. Allerdings kann ich nicht die Scheinheiligkeit dieser Kommission und dieses Parlaments akzeptieren, die verhehlen, dass ihr elitäres Fortschreiten ihre europäischen Werte bedeuten, dass EU-skeptische Parteien und Mitgliedsländer bekämpft werden. Herr Verhofstadt, Herr Timmermans, ich kann Ihnen nur mitteilen, Artikel 2 fordert auf zum Respekt vor Menschenwürde und Gleichheit. Gleichheit und Respekt nicht nur für Europhile und für Globalisten, sondern es ist ein Recht, ein Anspruch aller EU-Bürgerinnen und Bürger. Man sollte entsprechend handeln. So, das war die Debatte über Katalonien und die aktuelle Lage im Europäischen Parlament. Eine aktuelle Debatte heute eingeschoben in den normalen Plan. Und wir haben es gehört, gerade zum Schluss noch mal ein Redner, der die Skepsis an der Politik der Europäischen Union ausgedrückt hat. Auf der anderen Seite gab es hier auch Unterstützung für die spanische Regierung. Es gab deutliche Kritik am Vorgehen der katalonischen Regionalregierung und dem Referendum von Seiten der Liberalen, zum Beispiel von Guy Verhofstadt. Eines ist jedenfalls gemeinsam, und das spürt man auch im Europäischen Parlament, wenn man hier mit Abgeordneten spricht, egal bei welcher Fraktion sie sind. Es ist allgemein ein Erschrecken darüber, dass ein Konflikt in Europa, wo wir ja verschiedene regionale Konflikte haben, auch um Unabhängigkeitsbewegungen, dass ein Konflikt in Europa so eskalieren konnte, wie es in Spanien geschehen ist. Und damit erst einmal aus Straßburg zurück zu Mareike Brugger.